Servus zusammen, herzlich willkommen zurück in der Besserungsanstalt. Nach längerer Zeit Abstinenz haben wir mal wieder Nachtschicht und wir sollen erstmal beginnen hier zu patrouillieren und markierte Räume zu durchsuchen. Also gehen wir es an. Gleich hier drüben haben wir den Besuchsraum, den wir durchsuchen sollen. Okay, da schauen wir einfach mal. Da haben wir schon was. Okay, man sieht ja zum Glück auf den ersten Blick, wo sich irgendetwas befindet. Ich nehme natürlich alles an mich. Das ist, glaube ich, der große Vorteil von der Nachtschicht. Man ist hier einfach alleine unterwegs. Und offiziell habe ich dann halt einfach nichts gefunden. Okay, das war's eh schon. Ich glaube, das hier gehört offiziell gar nicht mehr dazu. Hier kann man auch nichts durchsuchen. Radio könnte man anmachen. Pflanze könnte man mitnehmen. Oder auch nicht. Suchen nach Schmuggelware. Ja, aber das ist ja schon erledigt. Deswegen... Oh, es bleibt. Scheiße. Wo haben wir das Feuerchen? Hier vorne. Hier drüben in der Kantine. Tatsächlich, hat jemand Feuer gelegt? Dann darf man auch schon mal im Hinterkopf haben, wahrscheinlich treibt sich irgendwo ein Gefangener rum. Das Feuer wird sicher nicht hier spontan selbst entzündet haben, sondern das wird ja jemand hier mutwillig verursacht haben. So, Feuer ist gelöscht. Brennt es sonst noch irgendwo? Haben wir vielleicht hier sogar einen Täter? Hier noch die richtige Würze. Okay, ich schätze mal, da findet man grundsätzlich niemanden. Okay, dann weiter im Programm. Duschräumlichkeiten und Werkstatt fehlt noch. Flitzen wir einmal hier durch. Da ist die Werkstatt. Ich komme mir ein bisschen blöd vor hier mit dem Feuerlöscher. Okay. Werkstatt. Da gibt es tendenziell relativ viele potenzielle Verstecke. Nichts, nichts, nichts. Okay, das war's schon. Durchsuchung schon abgeschlossen. Okay, umso besser. Dann gleich weiter im Programm. Ab zu den Duschräumen. Hier drüben. Bam. Okay. Ah, okay, hier haben wir diese ganzen Spinde. Grün, 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 grün. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Sauber. Suche im Flur nach Schäden. Ah, okay. Ja, ich erinnere mich. Also scheint das hier jetzt auch schon erledigt zu sein. Oh, ein bisschen Wasser verschwenden hier. Hier gibt es auch keine Untersuchung oder Durchsuchungsmöglichkeiten in dem Sinne, oder? Da sind die ganzen Quietschhähnchen. Okay, na schön. Dann müssen wir uns noch hier den Flur anschauen. Ja, ich finde es immer noch verwunderlich, dass das die Nachtschicht macht. Und nicht irgendjemand tagsüber. Und dass diese ganzen Schäden einfach tagsüber niemandem aufgefallen sind. Okay, wir haben schon 4 von 8. Hier haben wir noch was. Ja, sieht alles gut aus hier. Suche explizit im Flur. Okay, gut. Dann sind wir hier schon richtig. Da haben wir auch noch was. Da auch nochmal. Okay. Sehr gut. Ja. Eine ziemlich kurze Nachtschicht. Wir werden... Ah, Kollege. Stopp, stopp, stopp. Rodriguez. Ach, da kann man auch schnell noch handeln und dann werden wir ihn einsperren. Sehr gut. Dann nehmen wir ihm hier noch schnell sein letztes Geld ab. Hat sich ja auch wieder ein bisschen was angesammelt hier. Verkaufen. Bestätigen. Das werden wir auch noch los. Jetzt hat er noch genau 41. Es gibt irgendwelche Sachen, die 41... 70 kriegen wir hierfür. Okay. Okay, den Rest kann er sich leider nicht leisten. Okay, damit haben wir ihm das letzte Geld abgenommen. Oder zumindest so viel, wie halt ging. Ja, Moment mal. Der versucht doch gerade auszubrechen und ich habe hier keine Option. Soll ich den einfach melden? Was soll ich hier machen? Wir melden mal. Du wirst für dein verwerfliches Verhalten bestraft. Was soll ich getan haben? Ja. Du weißt schon. Du versuchst gerade auszubrechen, Kollege. Okay, das ist die Strafe, ne? Dann kriegt er kein Verlassen der Zelle.
Bis Ende des Tages, okay. Keine Chance. Sag mal, was ist denn da los? Was ist denn da los? Im Dialog, also ich kann hier nichts machen, ne? Außer handeln und nichts, man sieht sich. Gut, dann knüppelfrei, würde ich sagen. Mir bleibt ja nichts anderes. Ich habe ja keine Wahl. So. Was macht er jetzt? Er läuft im Kreis. Aber ich glaube, also wir haben das zumindest jetzt mal unterbunden. Also ein bisschen merkwürdig, oder? Die ganze Nummer. Wir durchsuchen hier nochmal schnell. Nichts. Okay, gut. Wir beenden die Nachtschicht. Und dann machen wir direkt mit der Tagschicht weiter. Sehr, sehr merkwürdig. Moment mal, das ist doch gar nicht hier. Aber der Pfeil ist hier drüben. Ja, das ist halt die Zelle vom Rodriguez, das ist mir schon klar. Achso, ich habe den jetzt zurückgebracht. Ach so, okay, okay, alles klar. Das war jetzt einfach so eine Nebenmission sozusagen. Aber ich habe hier gerade noch was gesehen. Werfen wir auch noch schnell einen Blick rein. Ist ja alles schön sauber und neuwertig. Das nehmen wir an uns. Wir haben ja bekanntlich keinen Deal mehr mit dem Kollegen. Deswegen toben wir uns jetzt hier direkt aus. Hier hat er auch irgendwas versteckt. Nehmen wir auch an uns. Moment mal, Coins sind doch nicht so teuer. Vielleicht können wir eben die noch verkaufen. Ah doch, schon auch ein Fofi. Sag mal, ist das teurer geworden? Kann das sein? Ich glaube, es ist teurer geworden. Naja, gut. Wenn wir schon mal da sind, können wir auch in der Nacht mit den anderen noch handeln? Schauen wir mal hier. Da. Solange es keiner mitkriegt. Sehr gut. Verkaufen. Verkaufen. Ich muss das Zeug auch mal loswerden. Ich meine, ich laufe hier die ganze Zeit irgendwie mit den Taschen voller Zeug durch die Gegend. Und mit ihm könnten wir jetzt nochmal einen Deal machen. Ich höre zu. Bla bla bla. Okay, das ist jetzt einfach dasselbe, was wir schon mal mit dem Rodriguez hatten. Und dann denke ich mal, werden wir uns auch wieder ungefähr bei 8% einigen. Okay. Großartig. Ja. Das geht in Ordnung. Okay, sehr schön. Dann haben wir nämlich nochmal eine stetige extra Einnahmensquelle, wo wir eigentlich nichts machen müssen. Ne? Taylor, darf ich halt dann einfach nicht vergessen. Okay. Wird gar nicht erst durchsucht. Schotten dicht. Und ab zur Besprechung. So, jetzt aber. Wo müssen wir hin? Irgendwo die Richtung hier, ne? Gut, 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 gut. Dann starten wir direkt in den nächsten Tag. Okay, hier nochmal ganz kurz das Resümee. Also für so eine ganz kurze Nachtschicht war das eigentlich auch ganz ordentlich. Wir haben wieder ein bisschen Budget dazu bekommen. Alles gut. Respekt der Wachen ist ein bisschen gesunken. Wahrscheinlich, vielleicht hat doch jemand was gesehen. Ich weiß es nicht. Wir fahren fort. Auf zum nächsten Tag. Schauen wir nochmal. Laundry, geh in den Waschraum. Moment mal, Waschraum, Waschraum, Waschraum hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Der Spaziergang, das ist wahrscheinlich einfach wieder Hofgang und dann hätten wir nochmal Werkstatt im Angebot. Okay. Und möglicherweise bekommen wir auch heute schon die Kamera geliefert. Das wäre natürlich cool. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Wird uns da schon irgendwie was angezeigt? Lassen wir uns mal überraschen. Wir werden den in jedem Fall nochmal aufsuchen, den Kollegen. Und hier drüben... Moment mal, wo steht das denn hier? Die Wäscherei müsste das ja sein, oder? Na gut, wird uns ja angezeigt, oder? Okay, in die Richtung. Ist, glaube ich, auch eine Räumlichkeit. War die nicht bislang verschlossen? Ach, da hinten, jetzt verstehe ich. Okay, alles klar, da müssen wir rein. Dein Job hier ist es, sicherzustellen, dass alle Uniformen sauber von Schmutz und Beweisen sind. Suche in der Kleidung nach Schmuggelware. Ach du Scheiße. Das sind die Klamotten von den Kollegen. Ich muss allen Ernstes... Okay, man darf nicht vergessen, ich bin immer noch der Neuling. Ich muss ernsthaft die Wäsche der Kollegen waschen. Das ist ja schon... Naja, sage jetzt mal nichts dazu. Okay, das leuchtet schon mal grün auf. Das auch. Ich durchsuche jetzt trotzdem mal alles hier, ne?
Scheint aber alles sauber zu sein. Schmuggelware. Ja, könnte ich jetzt an mich nehmen. Ich meine, es ist ja legal. Wir lassen das natürlich. Will es mir mit den Kollegen wirklich nicht versauen. So, das kann ich nicht durchsuchen, aber das ist damit auch schon erledigt. Wasche die Uniformen und trockne sie. Ich würde sagen, das wird wohl die Waschmaschine sein hier, oder? Dann schmeißen wir das ganze Zeug da rein. Also, das ist aber schon. Muss ich die Sachen wirklich einzeln waschen? Kann das sein? Das ist ja entwürdigend, Leute. Button verwenden. Okay. Junge, Junge, Junge. Und danach soll es noch in den Trockner, dann hängen wir es wieder auf. Oh Gott. Und die Sachen? Da bin ich offenbar nicht für zuständig. Leute, Leute, Leute. So. Button verwenden. Nächste Uniform. Zack. Zack. Multitasking, seht ihr? Nicht schlecht, ha? So. Aufmachen. Und zum Trocknen auch hier hoch oder wahrscheinlich dort, wo ich sie runtergenommen habe. Sieht man da überhaupt? Ah ja, doch. Okay, ist blutverschmiert hier alles. Sehr schön. Gut. Achso, Moment. Shit. Ah. Da habe ich ja Bock drauf, Leute. Was für eine tolle Aufgabe. Ganz wunderbar. Gut, könnte ich jetzt rausschneiden, aber also da müssen wir jetzt schon gemeinsam durch. Das mache ich jetzt hier nicht allein. Nee, nee, nee. Geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? Was eigentlich völliger Blödsinn ist, oder? Jetzt habe ich nochmal drauf gedrückt. Oder geteiltes Leid ist halbes Leid. Macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Geteiltes Leid ist doch eher doppeltes Leid. Wenn zwei statt einer leiden müssen, die teilen sich ja das Leid nicht, sondern jeder hat halt... Oh, scheiße. Trockner vergessen, oder? Die ist noch nass. Ja, man sieht, das ist gar nicht so trivial, diese Aufgabe. Das ist durchaus anspruchsvoll. Wenn man es nicht gewohnt ist, Uniformen zu waschen. So. Gut. Dann haben wir es gleich. Ey, was für eine Aufgabe. Wer denkt sich sowas aus, Leute? Sadisten. Andererseits besser, als jemanden auf den Stuhl zu setzen. Ich brauche einen Screenshot von dem Blödsinn. Eieiei. So. Dann sind wir es, oder? Summers. Summers Kraft. Laundry. Aufgabe abgeschlossen. Okay, jetzt hätten wir Freizeit. Ach du Scheiße. Okay, was passiert? Was ist das Problem? Komm schnell in die Kantine, es gibt einen Notfall. Komm schon, over and out. Hab eh nichts Besseres zu tun. Ich wollte natürlich nochmal ganz gerne bei Albert Robinson vorbeischauen. Kantine, 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 Kantine. Sieht jemand die Kantine? Sag mal, bin ich jetzt blind? Ach, hier oben. Okay. Links. Links um die Ecke. Dass ich immer alles machen muss. Permanent. So, wo ist der Notfall? Hier hinten. Soll ich mit ihm jetzt erstmal sprechen? Was ist das Problem? Das Problem liegt in der Küche. Wenn es um ungeschälte Kartoffeln geht, bin ich hier raus. Es gibt immer Probleme in der Küche bis zu einem gewissen Punkt. Aber das ist ernst. Oh, jetzt habe ich es übersehen. Was hat sich einer angezündet? Ja, wir schauen mal. Komm, lass mich da rein. Ich krieg das schon hin. Steven Hoffmann. Bei Qualms? Der droht sich umzubringen. Ach, das ist Gas. Ach du Scheiße. Und nu? Ist ein bisschen komisch gemacht, oder? Er ist, glaube ich, derjenige, der durchgedreht ist, oder? Okay. Ich möchte, dass du dich beruhigst und mir dieses Feuerzeug gibst. Okay, man muss da irgendwie versuchen, näher dran zu kommen. Ah! Ach du Scheiße. Okay. Der Verrückte hat das Gefängnis gesprengt. Game over, das war's mit diesem Let's Play. Danke fürs Zuschauen. Okay.
den letzten Spielstand während der Freizeitaktivität geladen und beim letzten Mal kam ja dann einfach diese Meldung rein, aber das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Deswegen schauen wir, dass wir das jetzt einfach mal überspringen, hier die Freizeit. Ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Okay, jetzt wäre noch ihr Hofgang angesagt, aber ich würde tatsächlich erstmal ganz gerne hier zu Robinson gehen. Ich weiß nicht, ob ich da eine Meldung bekomme. Und ich weiß auch nicht, ob die aktuell... Ach, die sind schon hier auf dem Weg zum Hofgang, oder? Sehe ich das richtig? Dann müsste ja eigentlich die ganze Bande hier drüben sein. Wo wir eh schon fast um die Ecke sind, wir schauen einmal ganz kurz hier rüber. Ob er mich vielleicht doch noch hier anzutreffen ist. Ich glaube, die sind alle ausgeflogen. Ne? So, die zusätzlichen Zellen übrigens. Ah, hier oben. Da ist eine frei geworden und ich habe ja noch eine zweite gekauft. Also ich sehe jetzt nur eine. Aber vielleicht waren unten auch noch gar nicht alle freigeschalten. Das ist übrigens auch interessant, ne? Hier ist auch noch nicht. Das ist auch die ganze Zeit schon verriegelt, also mit dem Absperrband hier gesperrt. Keine Ahnung, ob da auch noch irgendwann was kommt. Aber gut, dann auf zum Gefängnishof. Oder sollten wir vielleicht ganz kurz die Zeit nutzen, ein, zwei Untersuchungen machen? Nee, Moment, das ist die Zelle, mit dem habe ich ja den Deal, oder? Oder war es er hier? Taylor war es, genau. Einmal kurz stichprobenartig. Wir werfen mal ganz kurz einen Blick drauf. Und dann schauen wir, ob wir den Kollegen vielleicht beim Hofgang antreffen. Die sind schon gut im Schmuggeln, ne? Man findet eigentlich fast immer was. Oder ich würde sogar sagen, man findet immer was. Ein Hammer. Ich muss das ganze Zeug auch endlich mal wieder verkloppen. Und da hat er noch was dran getaped hier. Nehmen wir auch an uns. Okay, gut. Richtung Gefängnishof. Schauen wir mal. So, Robinson, den müssen wir ausfindig machen. Okay, da macht sich die ganze Bande, setzt sich in Bewegung. Das ist der Heini mit dem Deal. Robinson Jones, da ist er doch schon, oder? Das, ja genau, da ist er doch. Wie schaut's aus? Okay, ich kann ihn jetzt nicht ansprechen, oder? Ich könnte ihn durchsuchen und falls er die Kamera hat, nehme ich sie ihm einfach weg. Okay, nein, funktioniert auch nicht. Na gut, wir spulen unsere Routine ab, Leute. Könnte eine ruhige Schicht werden. Oh, Moment. Schlägerei. Ich sehe schon, da geht's rein in die Turbulenz. Kann man die eigentlich verbal? Nee, kann was. Da müssen wir jetzt einfach hier ein bisschen eingreifen. Und weil ich mir nicht anmaße, hier einen Schuldigen auszumachen, kriegen sie einfach beide was auf den Kopf. So, das wäre erledigt. Was macht er hier? Da stimmt doch irgendwas nicht. Mal ansprechen. Alles in Ordnung? Was für ein Arzt? Sieht auch wirklich nicht gut aus, ne? Käsebleich im Gesicht. Kannst du mich hören? Ach, er spricht nicht mit Gefängniswärtern. Okay, gut. Kann ich ihm nicht verübeln. Ich meine, es gibt durchaus Kollegen... Okay. Da drüben knallt es auch schon wieder. Die halt auch, wo, sagen wir mal, der Knüppel halt ein bisschen lockerer sitzt. Ich bin ja eher für die friedlichen Lösungen bekannt. Kann das sein, dass er hier Stress sucht? Schaut mal, er hat dieses Boxersymbol über dem Kopf. Knappe Minute noch. Irgendwas wird schon noch... Ja, da! Sachbeschädigung, ich hab's genau gesehen. Schulz! Das hast du komplett selbst zu verantworten. Ich glaube, ich habe ihn zur Raison gebracht. Er fängt schon wieder an, kann das sein? Moment mal. Ich würde gerne ein paar Videospiele spielen.
Da geht's schon wieder los. Nicht während meiner Schicht, Freundchen. So, hier. Kleine Abkühlung. Scheint ihn nicht wirklich zu interessieren. Okay, was haben wir sonst noch? Ja, alles friedlich soweit, wie mir scheint. Aber er hat halt immer noch die Pfeile hier. Moment mal, den durchsuchen wir einfach mal, oder? Auch nicht. Ich meine, der läuft hier wirklich mit einer Pfeile rum. Okay, muss ich nicht verstehen. Okay, das dürfte es gewesen sein. Sehr gut, Aufgabe abgeschlossen. Wunderbar. Dann hätten wir jetzt nochmal Freizeit. Ich gehe eine Runde pumpen, wo wir schon hier sind. Und wie üblich kürzen wir das Ganze ein bisschen ab. Ah, seht mal, okay, 26 Wiederholungen ist also dann offenbar das Maximum, weil das waren es, glaube ich, beim letzten Mal auch schon. So, nochmal 20 Ausdauer dazu gewonnen. Okay, was steht jetzt noch aus auf dem Plan? Werkstatt, okay. Albert Robinson, wir können jetzt nochmal ganz kurz schauen, denn die Hofgangroutine ist ja somit abgeschlossen, aber wahrscheinlich... Er heißt auch Robinson. Wahrscheinlich dauert das vielleicht einfach dann doch einen Tag länger. Robinson hat, glaube ich, auch einen Ne, Moment. War er das nicht? Nee. Ist er nicht auch neu dazugekommen? Christopher Rodriguez. Bin mir nicht ganz sicher. Jason Rodriguez. Nee, ich schätze mal, also der wird uns dann schon finden, oder? Der wird schon Bescheid sagen, wenn die Kamera da ist. Ich denke, da werden wir uns nicht explizit drum kümmern müssen. Na gut, dann mal wieder in die Werkstatt. Routine-Job machen. Und danach glaube ich, ja, okay, das ist alles, was wir an diesem Tag zu erledigen haben. Bin immer noch ein bisschen schockiert wegen dieser, Wäschereinummer. Okay, wir machen das wieder relativ wahllos jetzt hier. Ihn nehmen wir vielleicht mit, weil ne, der ist ja momentan sowieso quasi unser Spitzel. Unser Freund. Robinson, da ist er doch. Soll man nochmal ganz kurz ansprechen? Das Leben ist brutal, sagt er. Okay, gut, er hat die Kamera offensichtlich noch nicht. Außer er hat sie irgendwo versteckt. Jetzt mal. Ah, okay. Ich würde es ihm erstmal lassen, solange wir quasi noch eine Bestellung offen haben. Gut, ihn nehmen wir auch noch mit. Schulz und den anderen Schulz nehmen wir auch mit. Wir nehmen beide Schulze mit. Sehr gut. Und wen nehmen wir noch? Den Hoffmann. Der ist auch so wahnsinnig. Den nehmen wir auch wieder mit. Na, könnten wir auch noch Handel treiben. So, einmal antanzen bitte. Und dann zack, zack. Ich habe mehr. Ach so, das sind die Befehle für die Wachen, ne? So, das brauchen wir hier. Mir nach. Ab in die Werkstatt. Die sollte ich auch nochmal ausbauen, die Werkstatt, glaube ich. Das wäre auch eine ganz gute Investition. Bringt einfach ein bisschen mehr Geld. So. Hallo? Was ist jetzt los? Ja, gebt ruhig ein bisschen Gas. Ihr habt nicht den ganzen Tag Zeit. Dann nur nochmal, um eure Erinnerung aufzufrischen. Halt! Und weiter. Sehr gut. Sie haben es nicht verlernt. Ist der... Ich dachte gerade, der ist weitergelaufen. Okay. Gut, passt. Schotten dicht, einmal aufgereiht. Ich hole das Werkzeug. So. Die Übersetzung. Ja, es ist einfach großartig. So, bin gespannt, wie lange es dauert, bis der erste am Boden liegt. Es ist ja auch... Ich glaube, keine dieser Werkstattaufgaben wird einfach mal so funktionieren. Ohne, dass ich wieder zwei in die Haare kriegen. Ich finde es immer noch großartig, wie die Leute den Stuhl hier reparieren. Erfrischend.
Der ist eigentlich der einzige, wo es irgendwie so ein bisschen professionell aussieht. Und das liegt wahrscheinlich auch nur an dieser Drehbank. Der andere schlägt mit dem Hammer auf den Stuhl ein. Er macht gar nichts, oder? Er steht hier nur rum. Moment mal. Schulz! Er möchte kurz verschnaufen. Zurück an die Arbeit! Verpiss dich, ich werde nicht arbeiten. Okay, beruhige dich und mach weiter. Nein. Mein letztes Wort. Okay, ich glaube, ich habe ihn überzeugt, oder? Na? Er bewegt sich immer noch nicht. Okay, also der will es halt nicht anders. Bla bla bla, er will es einfach nicht anders. Regel Nummer 1, beleidige nie einen Offizier. Ich hatte keine Wahl, Leute. Ihr habt es alle gesehen. Ich hatte keine Wahl. So, er dreht mir hier eh den Rücken zu. Kann mal kurz hier. Der hat ein Auge hinten auftätowiert. So, so, Hoffmann. 113. Kriegst einen Hammer von mir, komm. Die werden ja eh gleich wieder durchsucht. Da können wir das ganze Zeug... Hier, der Kurs ist wieder schlechter geworden. Tatsächlich, ne? Gut, aber die Sachen hole ich mir sowieso gleich wieder zurück. Bei der Durchsuchung. Mark Jones, was ist mit ihm eigentlich los? Ach, er hätte irgendwie einen Auftrag. Um was geht's? Ich soll irgendwem was bringen. Das ist eigentlich easy money, ne? Das machen wir. Verstehe. Ja. Haben wir den hier zufällig? Wem soll man denn... Steht das hier? Schmuggeln. McQuilly. Ne, den haben wir nicht mitgenommen. Der beste Zeitpunkt wären Hof- oder Werkstattroutinen. Ah ja, okay, gut. Ja, natürlich. Für Übergaben nimmt man dann halt die passenden Leute mit, ne? Aber okay, ich meine, das hat ja... Ich glaube, es hat keine Eile, oder? Ja, und wenn es nicht funktioniert, ist ja auch scheißegal. Die können mir alle nichts. So, knappe halbe Minute noch. Kriegen wir das jetzt vielleicht noch irgendwie friedlich über die Bühne? Das sieht auch nicht so aus, als würde er arbeiten. Ja, wobei doch, doch. Ich glaube, doch, doch. Das ist spitze! Und das meine ich vollkommen ernst. Guter Mann. Alles in Ordnung. 257 Dollar haben sie schon umgesetzt, quasi hier. 260, nicht schlecht. Es lohnt sich, die Leute auszubeuten. Okay, dann haben wir's. Antanzen. Treffen, das wollte ich. Sag mal, das ist ja Premiere, oder? Keine Verluste. Alle noch aufrecht. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Die machen sich. Besser geworden, ne? Ich glaube, das war tatsächlich die beste Werkstattroutine, die wir bislang hatten. Keine Verluste. Nur einer hat halt ein bisschen Motivation benötigt. Aber auch das hat funktioniert. Seien Sie bereit für den Shakedown. Okay, Werkzeug haben wir. Alles eingesammelt. Oh. So, ja, der Knüppel sitzt manchmal. Ich muss den mal wegstecken. Hier kann ich die ganze Zeit mit dem Knüppel durch die Gegend laufen. Wie wirkt denn das? So, Mark Jones. Nichts. Brian Taylor. Auch nichts. Robinson. Ah, auch nichts. Okay. Schulz. Er war derjenige. Die Nägel, die hat aber nicht von mir. Da müssen wir sicherstellen, weil Kollege schaut zu. Keine Chance. Ich hätte Bestechungsgeld genommen, aber geht halt nicht. Okay, dann sind wir durch. Mir nach. Halt!
Er läuft hier mit der Kippe im Mundwinkel durch die Gegend. Er sieht auch echt super sympathisch aus hier, Flint Westwood. Westwood! Ist das eine Anspielung? Clint Eastwood? Flint Westwood? Falls ja, nicht Flint. Daniel Ubuntu. Programmiert in seiner Freizeit ganz gerne mal. So, Aufgabe abgeschlossen, ausgezeichnet. Können wir das Paket schon abliefern eigentlich? McQuilly. Das kriegen wir hier auch in der Zelle hin, oder? Solange keiner zuschaut. Ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Hier, da, dein Päckchen. Schnell, schnell, schnell. Wie sieht es mit der Knete aus? Was ist mit meinem Geld? 20 Dollar. Da werden wir noch ein bisschen handeln. Preis wählen. Oh, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Okay, aber gut, 20 Dollar sind 20 Dollar. Und dann müsst ihr ja vom Auftraggeber auch nochmal ein bisschen was kriegen, oder? Hier, war er nicht derjenige? Genau. Paket wurde geliefert, Zahlung. Machen wir es so. Machen wir es so. Das passt schon. Okay, gut. Ausgezeichnet. Dann werden wir den Tag mal zu Ende bringen. Schaut es eigentlich budgetmäßig aus. 1055 fürs Gefängnis. Mhm. Gefällt mir. Und wir haben auch uns die Taschen relativ gut voll gewirtschaftet, würde ich mal sagen. Sind wir ganz gut aufgestellt für die kommenden Tätigkeiten und Diensttage. Gut, das soll es gewesen sein für den Moment. Respekt hat ein bisschen abgenommen. Aufstandsrisiko 1% dazugekommen und ansonsten, ja, alles wunderbar. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.